Anna, Liebes, warum gehst du denn nicht ans Telefon? Ich habe dich jetzt schon dreimal angerufen. Und auf meine Nachrichten antwortest du auch nicht. Naja, wie dem auch sei. Kennst du noch den Stiefbruder deines Vaters? Du warst noch sehr jung, als er uns besucht hatte. Wahrscheinlich kannst du dich gar nicht mehr an ihn erinnern. Er war ja auch nur diesen einen Sommer bei uns zu Gast. Danach hat er sich ja auch nicht mehr gemeldet bei uns. Wie dem auch sei. Er ist verstorben. Und jetzt wurden wir zu seiner Beerdigung eingeladen. Ich sende dir die Adresse vom Friedhof. Die Beerdigung findet schon morgen statt. Ich habe schon gesagt, dass ich wahrscheinlich arbeiten muss, aber wenn du es noch schaffen würdest, würde ich mich freuen. Wir könnten dann doch etwas essen gehen, oder und du erzählst mir alles über die Arbeit.